Moin Moin. Wollen wir doch mal eine Runde drehen durch den Park. Ich hoffe, dass hier ein bisschen Ruhe ist. Und ich muss auch hingucken, wo ich laufe. Damit ihr das mal seht. Hier ist ordentlich was los. Moment. So, was soll ich nur erzählen? Die Zuckerwerte haben sich jetzt nun bei mir ein bisschen gebessert. Ist halt alles nicht so einfach, ne? Und ja, jetzt jeden Tag mal eine Runde Walking durch den Park. Erstmal drin gewöhnen, dass man, wie sagt man, dass man sich wieder bewegt. Also ich bin da ziemlich viel faul rumgelaufen. Nein. Und das ist der erste Step. Der zweite wird dann sein, vernünftig zu joggen und dann wieder ins Training einzusteigen. Ja, das ist so der erste Schritt. Und ansonsten, ja, was soll man sagen, hier mal wieder juppen. Da ist schon wieder Leute. Ich möchte nicht nur Oma mit drauf haben. Okay. Ja, von daher. Ja. Ich sammle auch irgendwie nur Scheiße. Ja, das kann ich. Ich maß da drin. Ja, ansonsten sind wir in Berne im Park. Das ist echt nice hier, muss ich wirklich sagen. Schöne Natur, seine Ruhe. Stinkt nicht so nach Abgasen wie in St. Pauli. Hier werde ich jetzt erstmal meine Runde drehen und dann melde ich mich gleich nochmal. Ciao, ciao. Oh. Zweiter Punkt erreicht. Ja, das schlaucht schon, wenn man es nicht gewöhnt ist. Ich wollte euch mal was zeigen. Ja, das hier ist eigentlich ein Rückhaltebecken, so ein kleiner Teich ist das. Ja, also ich denke mal, wenn die Kanäle hier zu voll laufen in Hamburg, dann wird das hier ausgegliedert. Ausgegliedert, ja, oh Gott, bin ich, naja. Sind dann Ausweichflächen für zu hohes Wasser. Und echt schicki. Nee. Aber was wirklich nervt, so was. Und ich könnte noch an einen anderen Strand gehen. Da sieht es noch weitaus schlimmer aus. Da liegen dann Wodkaflaschen und irgendwelcher Dreck drin. Nicht schön, nicht schön. Ui, hier ist Libellenkampf. Ich gehe mal ein Stückchen zur Seite. Ja, also nicht schön. Aber es gibt leider Gottes solche asozialen Leute. Naja, gut. Dann geht's weiter im Programm. Und wir sehen uns gleich. Stunde Zero unterm Apfelbaum. Nein, das ist glaube ich eine Esche, keine Ahnung. Ja, bin durch mit der Runde und schauen wir mal, was morgen noch ansteht. Morgen machen wir noch mal ein bisschen größer und dann muss ich langsam anfangen zu laufen. Aber das schlaucht schon gemein, ganz ehrlich. Ja, aber da muss man durch, ne? Wenigstens habe ich das Glück hier in Hamburg, dass hier, ich wollte Luft holen, dass hier ordentlich grün ist. Also man hat hier nicht diese Flächen mit Stadtverkehr und so weiter, also es geht hier. Und das ist auch echt nice. Ja. Guckt euch das lebende Elend an. Ne? Wahrscheinlich Schöneres zu sehen. Ja, aber egal, was soll's. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt ein schönes Wochenende. Macht das Beste draus. Fahrt vorsichtig vor allen Dingen. Jo, und ansonsten hört man sich wieder, ne? Oder liest sich wieder. Dann, bis dann, ciao.